Wir gehen mal so rein. Unterwasserkolonie. So, Leute, wie wollen wir unsere Kolonie denn nennen? Welchen Banner nehmen wir und welche Farbe? Um Gottes Willen! Weiß? Weiß nehmen? Es gibt leider keine Elefanten. Ein Banner. Elefantis! Oh, das ist voll gut! Voll an Atlantis und so. Gut. Finde ich gut. Ich spreche zu diesem Thema nicht ohne meinen Anwalt. Nein. Du hast nicht viel verpasst. Mittig rechts war die Cam. Das ist ja schon mal einigermaßen richtig. Wir müssen also noch ein bisschen runter und dann muss es quasi passen, ja? So. Schädel, das warst du ja mit Atlantis. Ich habe nur rot gesehen, nach Playset hat geantwortet. Mensch, hi Schädel, geht's dir gut? Guter Vorschlag, finde ich gut. So, Banner. Was hatten wir denn letztes Mal? So eine Art Qualle? Das sieht aber auch cool aus. Ich glaube, letztes Mal hatten wir den Hammerhai. Sieht auch nicht schlecht aus. Muschel. Ist das eine Schere? Wer will das denn nehmen? Nee. Wobei das auch recht cool aus. Auch so Türme. Okay, hat jemand einen Wunsch? Der erste Einwurf wird genommen. Gibt es ja immer noch keinen Elefant mit Taucherbrille als Logo. Ich finde es auch echt unverschämt, wollte ich sagen. Vote für die Schere. Nein, um Gottes Willen. Jetzt habe ich gesagt, das Erste, was kommt, nehme ich, ne? So ein Mist aber auch. Kann man die Logos tauschen? Während im Spiel meinst du? Ich glaube nicht, ne. Und eigene kannst du auch nicht einbringen, glaube ich. Das wäre mega geil. Ich glaube, das geht nicht. Was stellt denn die Schere eigentlich dar? Also, ich sehe es als Schere, aber das ist bestimmt irgendwas anderes, oder? Ja, gut, schon nur ziemlich müde, um 23 Uhr ins Bett und seit zwei... Was? Seit 4:30... Achso, seit zwei halb wach und seit 4:30 ganz... Boah, warum schläfst du denn so kurz? Alles gut daheim? Torre, ist nicht wahr! Hallöchen! Wie geht's dir? Du kommst nicht erst vom Arbeiten. Wie erkennt man eigentlich, dass das überhaupt ein... Ernsthaft? Nein, also komm, Playset, also komm! Was denn sonst? Natürlich! Eindeutig! So, welche Map nehmen wir? Ich glaube, letztes Mal haben wir das flache Riff genommen, dann könnten wir ja dieses Mal wieder das andere starten, wobei man... Oh, wir bleiben bei normal. Dann nehmen wir Brachland. Sagt. Ich hoffe, dass ich dich nicht zu sehr nerve mit den YouTube-Kommentaren. Nein, ich finde es voll lieb von dir. Weil das hilft ja, jeder Kommentar hilft ja auch dem Algorithmus und so, ne? Also das ist super. Finde ich gut. Ja, aber ich hätte so gestartet, oder? Normale Einstellungen. Das ist ja so gemein. We were bound for the stars, but the stars had other plans for us. Okay, für euch ist leiser. Nehmt mal die Kopfhörer raus. Our cities were bright. We were walking in the sunlight. And then Nimrod struck. Arriving from the stars, the asteroid obliterated our world. Radiation spread, the climate changed, and sea levels increased. The oceans were our demise, but now they're a chance for survival. Beneath the waves, we will find a new home, and you will be there to build it. Ein Wal hier, voll geil.
So, sorry, dass es am Anfang so laut war. Ich habe geguckt, dass ich es gleich für euch kleiner mache. Deshalb gehen wir jetzt als erstes in die Nicht-Einstellung, weil ich nicht rein darf. Okay! Ah, ja, geht so. Ah, oh, geht so, ist nicht gut. Ich hoffe, es wird schnell besser, ist nicht wahr. Kannst dich ein bisschen ablenken. Ich stelle das gar nicht in Frage. Dann ist ja gut. Ja, Placid ist müde. Das ist okay. Das sei das Verziehen mit der Schere. Und darüber einigen Videos. Ja. Jeder Kommentar hilft, egal was drin steht. Also, ja. Auf jeden Fall. Holy moly. Gab's das bei der Demo auch? Ich glaube, nur in verkürzter Variante. Ich glaube, sie haben es ein bisschen länger gemacht. Momentchen mal. Du hast schon immer einen Goomba als Waldpilz angesehen? Ja! Mann, meine Verpeiltheit kennt kein... Normalerweise fehlt mir sowas, wenn man Arbok und so denken, ne? Dann fehlt mir das normalerweise, ja. Diese Erkenntnisse. So, lass mal kurz überlegen. Daily Pharao. Ja, Schädelprinz hat es bis zur Perfektion getrieben. Bei jedem einzelnen Video von Pharao kam ein Kommentar mit einem Spruch aus dem Game. Richtig gut. Und das bei, keine Ahnung, 80 Folgen? Und ich glaube, es war nur ein einziges Mal einer doppelt. Sonst immer was Neues. Ja, immer alle knuddeln, denen es nicht so gut geht. Das ist immer gut. 14er Rüssel. Leute, also ich muss jetzt mal was bauen hier. Ich wollte jetzt gerade überlegen, also ich würde es nicht in diesen fruchtbaren Bereich. Bau nicht möglich. Oh, du willst mich doch veräppeln spielen. Da ist Rohöl. Hier unten hat es wenig Rohöl, ne? Wo ist denn das jetzt clever zu bauen? Der Abgrund. Vielleicht, da haben wir da Rohöl. Ich würde es mal dahin machen. So. Tutorial. Muss ich jetzt wirklich noch das Tutorial machen? Freunde. Ich bin hier Profi schon. Ja, die. Das ist irgendwie. Okay, wir müssen das Tutorial sogar nochmal machen, wie es aussieht. Na gut. Na gut. Du-du-dum. Wie lade ich denn das jetzt auf YouTube hoch? Die Demo als Tutorial oder das hier? Das ist jetzt sicher. So, das Baumenü. Baumenü. Wir bauen ein Sammlerlager. Was macht das nochmal? Ja, die suchen Teegurken und so zum Essen. Wie konnte ich das Gitter jetzt nochmal? Rasterfarbe. So, wo war ich? Ja, beim Kuhnrüssel war ich. Hallo? Ist nicht wahr, dein Rüssel mag nicht. Oh Mann. Challenge accepted. Nein, alles gut. Alles gut, alles gut. Bis man ihn in den Stadtpunkt gefunden hat, ist der Sauerstoff für alle. Hey! Nein, niemals! Nur vielleicht. Hau das jetzt mal hier hin, oder? So. Jetzt ging der Rüssel, okay. 99, ja, der ist doch gar nicht schlecht. Sehr cool. Ja, manchmal ist der Cooldown ein bisschen komisch. Mal zieht er total und mal überhaupt nicht. So toll ist nur für Sleepy Rub. Oder beides hochladen. Test als auch. Als. Auch Let's Plays wäre auch eine Möglichkeit, ja. Ja, das könnte ich mir auch überlegen. Oder der Bot ärgert gern. Das passiert manchmal auch, ja. Eindeutig. Achso, hier. Forschung. Nee. Auch nochmal zuheißen. Damit die Drohnen auch was arbeiten. Am Hinweis erkennen. Ja. Okay. Ja. Habe ich schon. Weiter geht's. Ach, ein Schwammloch, was soll ich bauen? Okay, vielleicht verwirrt hier. Schwämme! Ja gut, hier. Halt auch wieder im grünen Bereich. Oder ich mache es halt hier. Da sind auch relativ viele Schwämme und dann nehme ich nicht so viel vom grünen Bereich weg.
Lalalala. So, jetzt müsste doch Tee gehen, oder? Hoffen wir es doch mal. Aber Schädel, die Grafik vom neuen Pharao ist doch nur ein bisschen aufgehübscht, oder? Oder haben sie die jetzt nochmal komplett geändert? Ich mag spannend, wann das tatsächlich mal rauskommt. Dauert gefühlt echt ewig. So, was brauchen wir noch? Öl. Öl. Evas Raster. Ist klar. Hatte ich nicht Öl extra in der Nähe platziert? Okay, habe ich irgendwas falsch gemacht? So weit weg das Öl jetzt. Da habe ich irgendwas verbockt hier, ha? Tschüss, schlaf schön. Statt gehört. Gut. Das Gute ist, es braucht wirklich nur 100%. Also das muss gar nicht in der Mitte von dem Rohöl sein. Habe ich Schwammhamster gelesen? Schwammhamster. Das wäre doch mal was. Coole Sache. Ich hab'n Huhaha. Habe ich es mir zuletzt auch sehr cozy gemacht. Dann noch das beruhigende Meeresblau vom Fernseher und zack, eingeschlafen. Ja, alles gut. Ist ein gutes Zeichen. Wenn die Streams so entspannt sind, dass man einschlafen kann, ist doch eigentlich gut. Was will man mehr? So, ich brauche eine Treibstoffraffinerie. Die machen wir in die Nähe von diesem Ding. Würde ich vielleicht sagen, dass wir die hier mit rein. Und dann verbindet man den ganzen Spaß hier mal mit Pipes. Wie habe ich die jetzt gebaut? So wollte ich die nicht bauen. Oh, Leute. So, jetzt müssen wir die Pipeline aber noch. Also diesmal habe ich schlecht angefangen, ne? Ich habe echt blöd gebaut. Mehrmarkierten Schwammsammler. Aufwertung für Produktionsbonus. Na klar. Deshalb macht Fanny das Ganze ja noch einmal. Ja, extra deswegen. Absolut. Wir haben schon die Hälfte vom Tutorial. Alles prima. Ach ja. Der Tag war ja auch recht anstrengend. Ja, da darf man mal einpennen. Das ist ja völlig okay. Es passt. Plastik. Was braucht Plastik nochmal? Schwämme, ne? Schwämme und Treibstoff. Hier ein Bereich für Fabriken. Wir ziehen den vielleicht einfach so runter. Ich muss da nur aufpassen. Da müssen ja auch diese Häuserstationen noch hin, ne? Vielleicht doch ein bisschen weiter weg. Oh, Steineisen und Blas. Wo gibt's denn hier was Schönes? Forschung, Wasserturbine. Ich habe immer noch keinen Sauerstoff. Jetzt sterben die Leute gleich. Die genauen Beweggründe für das Typen sind, weiß ich nicht. Ich vermute, dass Fanny auf der Suche nach einem geeigneten Porzellanladen ist. Ja, das Wasserloch habe ich schon gefunden. Jetzt ist halt der Porzellanladen dran, ne? Absolut. So, jetzt kommen nämlich die Kuppeln und die brauchen ja auch recht viel Platz. Von daher, sind echt riesig, ne? Es ist schon krass. Peoples, wir brauchen Peoples. Ich darf gerade nichts lernen, kann es sein? Ah, blödes Tutorial. Geh weg. Bauen. Hat ganz schön trüb hier, oder? So schön. Jetzt kommt Sauerstoff. Haben Sie schon mal in die KCs-Mod von Inscription reingeschaut? Natürlich, natürlich. Ich war kurz drin, habe angefangen.
Dann hat mich aber es doch mehr gefuchst, wenn du nochmal auf neues Spiel gehst, also nicht in die Mod. Dann wird dir angezeigt, welche Sachen dir fehlen, also irgendwelche Sammelobjekte oder Zeug. Und beim ersten Akt fehlt mir eins. Und dann habe ich mir gedacht, nee, das muss ich jetzt zuerst machen. Aber ich glaube, ich hab's. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Hast du die Blume schon mal gefunden, Rafa? In Akt 1? Ich weiß nämlich nicht genau, was ich mit der machen soll. So, Wasserturbine. Wir brauchen ja ein bisschen Strom. Wenn wir es hier runter machen. Weil hier kann ich eh keine Plattform bauen. Oh, ihr seid schon mal angeschlossen. Ich muss euch jetzt mal langsam anschließen hier, ne? Irgendwie daneben gedrückt, oder? Ne, es passt. Okay. Alles verbunden. Goody gut. Batterien. Erst Batterien. Ach was, das wusste ich nicht. Ich baller noch in der Mod rum und schalte neue Karten dann so frei. Das ist halt auch cool. Aber ich habe auch jetzt, wo ich der erste Akt wieder mache, auch da waren Karten dabei, die ich noch nicht kannte jetzt. Das fand ich auch ganz cool. Wenn ich so recht überlege, hatte ich sogar im ersten Akt den Ring gefunden. Ja, den Ring fand ich relativ einfach zu finden. Die Blume war mir jetzt neu. Und die habe ich jetzt einfach irgendwo hingestellt, wo es ging. Aber was ich jetzt damit machen soll, keine Ahnung. Das weiß ich nicht. So, Leute, was haben wir als nächstes gemacht? Batteriefabrik dann, ne? Oh, schon läuft. Nicht gefunden. Okay. Echt, war die auch Sammelobjekt und ich habe jetzt alle, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Batterie braucht Elektrizität und Plastik. 60 Elektrizität. Okay, wir bauen erstmal noch eine Wasserturbine. Hallo? Wo waren die Wasserturbinen nochmal? Infrastruktur wahrscheinlich, oder? Nee. Okay, dann halt nicht. Dann bei Produktionsgebäude. Warum darf ich die denn jetzt bauen? Mein Strom reicht doch gar nicht für dieses Riesending hier jetzt. Brauchten die. Ich hau die mal hier hin, die ist so riesig. So, das Ende des Tutorials. Dankeschön! Spiel. Vielen Dank. Wir machen gleich mit der Forschung weiter, damit wir schön vorankommen. Ich sollte auch mal speichern zwischendurch, oder? Zack, zack, zack. Okay.